So, liebe Montagfamilie, heute möchte ich mit meinem Gedicht von Heinrich Heine beginnen. Kennt ihr ja noch vielleicht aus der Schule. Denke ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht. Ich denke, jeder weiß, wie es weitergeht. Da brauche ich auch nicht viel erzählen. Heine hat es circa vor 150 Jahren im Jahr 1847 geschrieben. Aber heute ist es leider aktueller denn je. Er kritisierte damals schon die Figur des Staates gegenüber dem Volk. Und auch heute zeigt uns diese Verräterbande tagtäglich, dass es überhaupt nicht interessiert, was das Volk, das sie in diesen Posten gebracht hat, will. Ich möchte nur mal zwei von diesen Gurkentruppen zitieren. Robert Habeck, mich hat Deutschland noch nie interessiert. Und Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Annalena Baerbock, meine ganze Unterstützung gilt dem ukrainischen Volk, egal was meine deutschen Wähler denken. Würde sie doch lieber mit einer 360 Wende in die Länder reisen, die hunderttausende Kilometer weit weg sind. Und so könnte man die Liste beliebig fortsetzen. Faeser, Esken, Scholz, Merz, Söder, Hofreiter, Lang und nicht zu vergessen den Klabautermann, der mit seiner politischen Pandemie so viel Leid und Unheil über die Menschen gebracht hat. Bis heute. Es ist nur noch erbärmlich, wie sie versuchen, uns für dumm zu verkaufen. Nur um ihre Macht und ihre Posten zu behalten. Und natürlich das Geld auch von uns. Vielleicht bei der Gelegenheit mal ein paar Fakten zur Brandenburg-Wahl. So geht doch an Herr Kretschmann, Ministerpräsident von Sachsen, CDU, her und fordert die Brandenburger auf, die SPD zu wählen. Und noch etwas kann man sich nicht ausdenken. Von den Grünen wurde ein demokratischer Bürgerrat ins Leben gerufen, der besagt, dass allen politischen Kommentaren in den Netzwerken eine KI vorgeschaltet wird. Dort verhindern soll, dass die Desinformation verbreitet werden. Möglicherweise soll sogar eine strafrechtliche Verfolgung auf den Weg gebracht werden. Naja, alles nur für uns. Damit wird der nächste Paragraph des Grundgesetzes, nämlich Paragraph 5, der die freie Meinungsäußerung beinhaltet, außer Kraft gesetzt. Zu gut Deutsch, entweder du sagst, was sie hören wollen, oder du hältst die Klappe. Wie sagte doch Frau Halili von den öffentlichen Rechtlichen, in Deutschland kann jeder seine Meinung sagen. Du musst nur mit den Folgen leben können. Es ist mittlerweile so offensichtlich, aber die Menschen machen ihre Augen zu. Und leider auch die anderen auch noch hier. Und wollen es einfach nicht sehen. Wo ist das Mitgefühl, die Solidarität für den Menschen neben mir geblieben? Auch die Zahl der immer steigenden Straftaten mussten die Menschen noch wachrütteln. In Nordrhein-Westfalen gab es bereits in diesem Jahr 3500 Messerattacken. In Bayern versucht ein Syrer, Bundeswehrsoldaten ihre Mittagspause mit Macheten zu ermorden. Aber es ist ja nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die sogenannte Regierung mit dem Handbook Germany unser eigenes Grundgesetz, § 16a, aushebelt. Nur um den Migranten von neuen Sprachen Tipp zu geben, wie man die Abschiebung entgehen kann. Aber vor den Wahlen große Rundkröten. Wir müssen abschieben. Aber es ist meiner Meinung nach ganz einfach, der Sache einen Riegel vorzuschieben. Die Einwanderer in unseren Sozialsystemen bekommen nur Essen, Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Bürgergeld wird gestrichen. Es würde sich sehr schnell rumsprechen, dass keine Tausende fürs Nichtstun gibt und keiner wollte dann wohl noch freiwillig nach Deutschland kommen. In Polen wird zum Beispiel das Geld nach 3 Monaten gestrichen. Warum geht das nicht auch bei uns? Das hätten sie gar nicht nehmen sollen. Dann bräuchten weniger Rentner Flaschen sammeln und das Leben wäre wieder lebenswerter. Es würden auch keine Brücken mehr zusammenbrechen, wo so wie in Dresden und Menschen in Gefahr bringen. Ich glaube, es gibt weltweit keine Regierung, die so vehement alles andere setzt, das eigene Land vor die Wand zu fahren und das eigene Volk zu verraten. Nur damit Onkel Joe zufrieden ist. Denn wir wissen doch alle,
wie wer zum Beispiel hinter den Ukraine-Krieg und den Nord Stream-Anschlag steckt. Diese Ampel mit freundlicher Unterstützung der CDU und dem gekauften PSW muss weg, so schnell wie möglich. Deutschland muss blau werden. Es dürfen nicht aufhören, auch wenn die letzten drei Landtagswahlen wieder eindeutig gezeigt haben, dass diese Einheitspartei besteht aus CDU, SPD und Grüne, FDP, Linke und PSW mit ihrem Lügengerüst erreicht haben. Dass die AfD komplett ignoriert wird, sowohl in Thüringen als auch der Wahlsieger. Und in Brandenburg und Sachsen die zweitstärkste Partei ist. So, das war's für heute. Vielen Dank, dass ihr wieder so lange zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Eure Hansi. Eins würde ich noch hinterher sagen. Ich würde mich, wenn ich ein Eid geschworen habe und die Regierung bilde, dass ich da würde ich mich schämen, das alles so zu machen, wie es jetzt ist.